Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Schlappenbach im LS19 am Mittwochmorgen. Einen wunderschönen. Ja, wir haben ja gestern diese wunderschöne Kartoffel-Mission hier angenommen und der Walter ist natürlich wie immer fleißig am Arbeiten. Ich weiß nicht wieso, aber er hat hier einfach mal eine oder zwei Bahnen ausgelassen. Egal, wir lassen jetzt einfach mal machen. Ihr seht rechts oben, wir haben ein bisschen weniger Geld. Das liegt einmal daran, dass ich unsere Hänger getauscht habe und noch ein paar andere Sachen aufgestellt habe. Die zeige ich euch aber jetzt. Dann. Hier seht ihr schon, die sind noch 9500 Liter drin. Ich habe nämlich schon einmal nochmal vorher abgetankt. Da arbeitet er schön. Hier müssen wir gleich noch ein bisschen warten. Ja, es ist inzwischen schon richtig dunkel geworden. Aber richtig dunkel. Und zwar hier geht es dann gleich schon mal los. Ihr seht, es ist hier richtig schön alles hell. Und zwar habe ich den ein oder anderen Strahler Flutlicht hierhin platziert, damit es einmal ein bisschen heller ist. Zu den Anhängern, die habe ich jetzt getauscht und habe da solche wunderschönen Reisch. Oh. Kurz aufstoßen müssen. Wunderschöne Reischkipper mir gekauft. Weil die sind jetzt. Die anderen haben wir eh schon echt schon lange im Betrieb gehabt und schon oft gesehen. Und die hier sind vor kurzem auf dem Mod Hub erschienen. Und da dachte ich mir, ach ja, die nehmen wir gleich mal rein. Ja, mit ganz schöner Schlammbereifung. Also, die sind auch für den einen oder anderen Einsatz auf dem Acker, wenn es mal ein bisschen schlammig ist, geeignet und rutschen nicht gleich ab. Ja, da steht halt eben hier noch der Fan vor, weil ich mit denen die da abgeholt habe. Unseren Drescher habe ich hier reingepackt, weil auf dieser Seite hier, ich weiß nicht wieso, ging ja auf jeden Fall leichter rein als wir dort drüben. Keine Ahnung wieso, aber weil es hier vielleicht ein bisschen tiefer liegt oder I don't know. Auf jeden Fall steht er jetzt auch zusammen mit dem Schneidwerkswagen hier drinnen. Ich komme nicht durch jetzt. Geht die Tür vielleicht auch wieder zu? Und das war's Licht. Ah, jetzt hat. Ja, schon wie eben der John Deere. Da habe ich noch ein bisschen Strahler hin platziert. Ah, hier fehlt tatsächlich noch einer. Den kann ich aber mit euch schnell platzieren. Weil, ich mag das, wenn der Hof ein bisschen ausgeleuchtet ist. Sondern so ist es halt so richtig dunkel. Und da bin ich nicht so der Fan von. So, drehen wir das ganze Teil mal hier ein bisschen rum. Ja, so glaube ich würde passen. Da steht er. Zack. Ah ja, wunderschön. Wenn euch das hier auch ein bisschen ausgeleuchtet, dann sehen wir was am Hof. Ja genau, die Paletten, die wo hier noch standen von gestern, habe ich eben hier hinten hingeparkt. So, die Frage ist jetzt, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir mal ganz kurz nach unseren Feldern gucken. Wer weiß, vielleicht ist das schon eine Wiese reif. Aber wir müssen kurz mal anschalten. Gras an. Oh, die 82 ist reif. Das ist gut. Es ist zwar schon ein bisschen dunkel, aber wir gehen Gras mähen, Leute. Yay. Dann nehmen wir natürlich den Xerion für. Er ist brav am Arbeiten, das ist schön. Da ist er. Unser Düngerstreu stellen wir natürlich wieder zurück in den Hof. Also unser Kartoffelacker, der immer noch darauf wartet, abgeerntet zu werden. So, kommen wir hier drin. Ja, geht perfekt. Dann machen wir die Allradlenkung hier an. Ich mache das ganze Geschoss schon mal ein bisschen wendiger. So. Zack. Wollen wir denn unsere Mähwerke stehen? Ich glaube aber da drüben. Kommen wir hier rein? Ja, oh, das Gewicht müssen wir abhängen. Ansonsten wird das ein bisschen problematisch. Zack. Die Rundumleuchten ausmachen, die brauchen wir ja hier am Hof nicht. Da hinten steht's. Aber das habe ich glaube ich euch noch gar nicht gezeigt, aber ich habe das tatsächlich mal getauscht. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen hier. Oh, der Waldra
braucht abtanken, machen wir dann gleich. Und es ist halt das Glas Mehlwerk geworden. Weil wenn wir hier doch mit dem Xerion mähen, da passt dann doch gleich das Glas am besten als irgendein anderes. Das hatten wir auch noch nicht im Einsatz. Das zählt auch, glaube ich, ist eins von den breitesten. Ist auf jeden Fall gleich, soweit ich weiß, breiter als wie das Pöttinger. Ist nur die Frage. Ah, okay. Es geht durch. Die Lappen da oben wären zwar eigentlich schon jetzt weggedrückt, aber es geht. So, dann hasseln wir ganz kurz mal zu unserem Waltra. Da steht hier. Da ist er. Der Kevis. So, dann fahren wir mal abtanken. Okay, es geht eigentlich relativ gut voran hier mit den Kartoffeln. Hey, geht das hier abladen oder muss ich ein bisschen näher ran? Noch näher? Ja, okay. Wenn man jetzt so guckt, dann stehen wir da ein bisschen falsch dran. So. Jetzt aber. Ja, jetzt macht das. Und wenn wir ganz kurz warten, bis er leer ist, weil wenn er dann wieder hier lang fährt und wir stehen da, dann meint er wieder, er kann abtanken, wobei er es nicht abtanken kann. Und dann bleibt das ganze Ding wieder, das ganze Gespann wieder stehen und dann zieht sich das unnötig in die Länge. Ich glaube, der Anhänger, okay, der Anhänger ist doch nicht voll geworden, ich dachte, er wird voll. So, wir fahren jetzt ganz kurz mal durch die Kartoffeln, es tut mir leid, aber wir richten ja keinen Schaden an. So, aber hier können wir nicht stehen lassen. Zack, Mutter aus, Lumleuchte aus. Das Licht können wir anlassen. Ne, wobei, wird eigentlich die Batterie leer. Machen wir es aus. Jetzt am Arbeiten, hier waren wir. Ich weiß, eigentlich fährt man nicht in der Nacht zum Mähen raus, aber wir haben tatsächlich nichts anderes zu tun. Schnell bevor das Auto kommt. Lumleuchte an, dass die Leute uns auch sehen. Also normalerweise war hier meine Einfahrt, hier ist aber keine Einfahrt mehr. Da werde ich mir einfach mal eine machen. Und dann wollte ich aber schon mal reinfahren. Zack. Hier um diese Zeit laufen hier keine Leute auf dem Gehsteig, also von dem her können wir da schon drüber fahren. So, das wurde mal angeschaltet. So, dann mähen wir hier mal entlang. Ja, gerade so, dass wir das sehen, wo wir mähen. Weil es schon unglaublich dunkel. Also, in der Aufnahme, glaube ich, erscheint es noch ein bisschen dunkler, als wie es so schon ist. Oh, der Baum, Alter. Es geht hier rechts ab, so wie es aussieht. Kommt ein Baum, Vorsicht. Ich will jetzt hier nicht zu schnell fahren. So, ich will immer so eine Spitze fahren. So, zack. Traktors will das ganze Zeug hochheben. So, jetzt. Muss man irgendwie ein bisschen beim ersten Mal doppelt drücken, damit das macht. Keine Ahnung wieso. Ja, dann machen wir das wieder runter. Hinten auch. Ja, hier unsere Wiese auf. Hier rechts hoch, weil ich mir nicht, ja, ihr müsst so, ja, geht's auch hoch. Okay, hier ist ein bisschen was kaputt gefahren, keine Ahnung wieso. So, also. Das ist aber schon ganz schön eng hier. Da kann man groß oder mal rumkommen, sind. Aber geht. Rechts unten ist unser Hof.
schön im Tal drin. Da muss ich mal aufpassen, hier liegen ein paar Bäume rum und dann wahrscheinlich auch der ein oder andere Baumstumpf. Und es ist glaube ich nicht so angenehm, wenn wir da reinmähen. So, ich werde hier den Kreis machen. Zack. Dann nehmen wir das Ganze mal an. Und die Leute mit den Autos, wenn sie auch denken, der fährt um 20.12 Uhr, wenn schon stockdunkel ist. Wobei wir hier im LS eigentlich Sommer hätten. Ist es schon stockdunkel, bei mir ist um die Zeit, ist jetzt ungefähr fast die Aufnahmezeit auch. Und bei mir ist da draußen noch schön sonnig. Da, das wurde halt vom 17. zum 19. ein bisschen geändert. Im 17. Alter, da war es bis, glaube ich, bis 22 Uhr oder teilweise noch taghell oder hell auf jeden Fall. Im 19. wird schon früher dunkel. Aber macht ja auch nichts. So. Nehmen wir das mal alles an. Ja, aber ich glaube, das ist schon eine schöne Kombination hier. Der Xerion mit dem Glas-Schneidwerk. Oder Mähwerk-Schneidwerk. Ja, das werden wir aber heu machen. Beim letzten Mal haben wir es ja verabsäumt. Die Frage ist nur, wollen wir es mit Ladewagen sammeln? Oder zu Ballen pressen? Aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass wir das zu, mit dem Ladewagen sammeln. Apropos Ladewagen. Da habe ich auch noch ein paar schöne Mods mit reingenommen, und zwar zwei wunderschöne Strautmann. Wenn natürlich den hier mit 44.000 Liter in Vorzug nehmen. Hat jetzt zwar nicht viele Außenmöglichkeiten, ist aber relativ schön. Und wir haben halt noch eben den hier mit 40.000 Liter. Der ist halt ein bisschen kleiner. Hat halt dafür ein paar mehr Funktionen. Zum Beispiel hinten nochmal Dosierweizen dran machen. Ja, hat ein paar kleine Spielereien, beziehungsweise haben es beide. Und das ist halt den, wo wir momentan haben. Was keine Zapfwelle hat, was ein bisschen komisch ist, aber gut. Er ist halt doch aus dem 15er konvertiert. Müssen wir mal gucken, ob wir das ändern. Okay, aber ja. 110.000. Ja, ich glaube, da wird's bisschen eng. Und ich habe jetzt auch gerade nicht die größte Lust, Kredit dafür aufzunehmen. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern. So. Ja, okay, das ist doch schon die letzte Bahn, so wie es aussieht. Hier einmal noch runter. Zack, passt. Dann haben wir dieses Feld hier mit abgeschlossen. Dann können wir das schnell, das Mähwerk auch schon wieder zusammenklappen. Auch mal Fernlicht anschalten, also jetzt hat das sehen wir auch noch ein bisschen mehr. Okay, wir brauchen ja ein Straßenschild. Auf der Straße, wenn uns natürlich Autos entgegenkommen, müssen wir es dann wieder ausschalten. Aber momentan sind hier keine Autos, das heißt, wir können es anlassen. So, jetzt sind wir hier wieder drin im Hof. Das Mähwerk an sich ist glaube ich noch relativ sauber. Ja, ist noch relativ sauber. Das braucht jetzt nicht waschen unbedingt. Bei der Xerion hat schon ein bisschen ist er dreckig geworden. Da haben wir ganz kurz den Dampfstrahler drüber lassen und dann glänzt er auch wieder wie neu.
Ups. So. Warum leuchten aus? Ist immer so grell dann hier drin in der Halle. So. Zack. Gibt's hier drin nicht Licht? Doch. Das ist doch ein Lichtschalter. Ha. Geht auch. So, zack. Dann machen wir ein bisschen die grüne Patina hier ab vom Mähen. So. Muss natürlich auch schön anzusehen sein. Wenn wir nicht die ganze Zeit mit dem dreckigen Schlepper rumfahren. So. Oh nein, wir haben ein bisschen den Käfer mitgenommen, aber er ist ja im Boden einbetoniert. Das heißt, dem kann nicht viel passieren. Wenn wir ein bisschen mit nach hinten verschieben. So. Oh, haben wir das Licht angelassen. So. Gucken wir ganz kurz zum Wald da hoch. Alles ist am Arbeiten. Hätte ich mir natürlich auch nicht anders erwartet. Aber ich weiß nicht wieso, er lässt immer wieder die eine oder andere Bahn auf. Alter, hier sieht's aus. Alter, wie auf dem Schlachtfeld. Eieieiei. Ich glaube, das Teil hat keine 1,7 Meter. Glaube ich wirklich nicht. Aber es bleibt immer wieder mal so ein kleines Stückchen stehen. Wir gucken jetzt da mal nach. Kann man das hier? Ne, das kann man hier nicht sehen, oder? Ne, kann man hier nicht sehen. Aber wir können natürlich hier auch nachgucken. Kartoffelerntetechnik. Das dürfte der hier sein. 1,8 Meter. Ja, CP gibt 1,7 an. Aber ich weiß ja nicht, ne? Aber es bleiben immer wieder so kleine Stellen stehen. Ja, die können wir halt selber, die müssen wir halt dann selber auch noch ein bisschen nachbearbeiten. Ist ja nicht so schlimm. So, was haben wir unseren Steier? Und für unseren Steier habe ich endlich das legendäre Schlepperdreieck mit reingenommen. Heute, ja, ich habe dann gedacht, das kaufen wir uns jetzt. Das musste sein. Oh. Okay. Der hat doch, so wie es aussieht, Öffnungszeiten, aber wir können das so jederzeit auf und zu machen. Ja, ups, das ist nicht schlimm. Ist eher gut. Weil das heißt, wir können das jederzeit öffnen. Ja, weißt du, wir und der Händler, die sind schon dicke. Die sind natürlich jeden Abend im Gasthof und trinken da unsere wunderschöne Runde Bier und spielen ein bisschen 66. So. Aber heute habe ich leider keine Zeit dafür, weil ich muss arbeiten. Wir haben Arbeiten auf dem Feld und die gehen natürlich vor. So, dann haben wir jetzt da unseren Schwader. Ne, warte mal. Bevor wir einen Schwader holen, brauchen wir unseren Wender. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Mal wieder. Von wen haben wir denn diese? Vom Ferneland? Glaub schon, oder? Ja, ist ein Ferneland. Natürlich vom wunderschönen Ferneland und Vidmund DLC. So, Auto kommt keines. Gibt ja auch wenig viele Leute, die um diese Zeit unterwegs sind. So, langsam über den Hügel hier drüber, nicht dass wir uns dann auch einen Plattfuß organisieren.
Aber wenn man da zu schnell auf diesen. Ah, da fährt noch ein Auto. Zu schnell auf diesen Absatz drauf fahren, da können wir uns schnell eine Kerbe in den Reifen reinhauen. Und dann wäre es vorbei gewesen mit dem Arbeiten. Oh, der hat eine ganz schöne Arbeitsbreite. Der angenehme. Ja, ganz knapp sehen wir an den Rand. Aber geht. Ah, der Wald ist voll. Das werden wir jetzt dann gleich machen. Ich fahre jetzt hier eine Bahn hoch, damit er hier nicht am Hang stehen bleiben muss. Steier, enttäusch mich nicht. Okay. Da war gerade irgendwie was. Weiß nicht genau an was gelegen ist. Mal schon gesehen, ich wollte gerade auf den Allradknopf drücken und hat er schon wieder ein bisschen Gas gegeben. Ja. Entweder ist er gerade irgendwie ein bisschen aufgehockt, dass die Hinterreifen nicht so viel Grip hatten. So, wir gucken aber jetzt aber schnell zum Valtra hin. Ja, Kollege. Muss ich eigentlich gar nicht, kann einfach durchtappen. So. Wir kommen, wo bist du denn? Da ist er. So. Laden wir hier nochmal 10% drin. Und der Rest geht dann hinten rein. Perfekt. Nein, in der heutigen Folge wird er wahrscheinlich nicht mehr ganz voll werden. Ja, wobei, wir haben noch 8 Minuten. Wer weiß, was da in der Zeit noch passieren kann, alles. Ist noch alles offen. So, dann parken wir den hier mal wieder. Zack, zack. Er rollt noch ein bisschen, aber jetzt steht er. Oh nein, unser Steuer ist ausgegangen. Aber gut. So, hier vorne schön in die Ecke drin. Natürlich gehört sich schön beim Nachbarn ins Feld reinfahren. Nein, nein, natürlich nicht, Leute. Kommt hier die kleine scharfe Ecke. Oh ja, ging. Bleibt da das eine oder andere Teilchen ein bisschen liegen. Aber wir fahren eh nochmal hoch, um das dann wieder schön mitzunehmen. Dann nehmen wir den Rest dann mit. Ein bisschen weiter rüber müssen wir. Lass mal nämlich liegen. So, Kurve. Oh, wunderbar. Dann fahren wir hier noch einmal hoch. In Real Life wäre es damit noch nicht getan. Erstens, man würde eher nicht in der Nacht wenden, weil so. Die feuchte, ja, hier am Hang wird es ein bisschen, also schon steil, muss man schon sagen. Also, gerade ist sie nicht. Dann machen wir jetzt nochmal zurück zum Heu. In der Nacht wird man nicht mähen, weil in der Nacht wird es dann wieder feucht werden durch den Tau. Und das bringt eben dann im Prinzip null. Wenn dann mäht man es über tags, oder wenn dann mäht man es in der Nacht und lässt dann liegen und dann erst am nächsten Tag in der Früh, wenn es schön sonnig ist, wendet man es dann. Damit die Sonne auch trocknen kann, weil hier in der Nacht macht es eigentlich wenig Sinn. Aber im LS fährt man halt einfach einmal mit dem Wender drüber und dann ist es fertig. Beim Seasons Mod bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie es jetzt da ist. Also im 17er war es ja mit Silage so, dass die, wenn man die gepresst hat, auch nicht direkt fertig war, sondern ein bisschen gebraucht hat. Die Ballen.
Aber beim High weiß ich jetzt gerade da. Ne, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mit dem Seasons Mod spielen denkt. Weil ich muss sagen, was ist jetzt gerade nicht da. So, dann fahren wir hier nochmal hoch, mit Dramado da. Zack. Dann passt es. Hier vorne geht dann nochmal unser restliches Gras an. Oder haben wir hier noch was? Ja, haben wir schon. Ach, da oben war noch was. Wir jetzt kurz zurück. So, hier mal ein bisschen was legen. Ich hätte jetzt fast gesehen, aber ja, ich hab's noch gesehen, also kann keiner sagen, dass ich es vergessen habe. So, da unten dürften wir alles haben. Hier fahren wir auch noch einmal drüber. Und dann können wir tatsächlich auch schon mit dem Wendler, mit dem Schwader andrücken. Ja, passt, wir haben alles. Können wir das Teil ausschalten und zusammenklappen. Und dann fahren wir die Straße an. Ein bisschen runterbremsen. Kommt dein Auto, nö, sieht gut aus. Zusammengeklappt, ja, ist er schon, es passt. So, Winter ist sauber. Ja, mehr oder weniger sauber. Den müssen wir jetzt nicht waschen. Ist er nur ein bisschen Gras. Dann holen wir uns den Schwader. Zack. Ah, können wir raus. Ja, geht. Geht, geht, geht. Ja, kurz hängen geblieben. Oh, da kommen Autos. Ah, wir sind nochmal schnell schneller. Zack. Klappt man das Teil aus? Aber das würde mich tatsächlich interessieren, wie viel der das jetzt ausmacht, wenn wir jetzt den Ladewagen verkaufen. Da ist er. Er bringt nur noch 56.000. Ja, ich würde ihn schon gerne tauschen, muss ich sagen. Ja, ansonsten muss ich halt noch ein bisschen den Kredit aufnehmen. Weil ich würde schon gerne einen Scherner haben. Der ist halt, ja, nicht ganz optimöbel. Oh, na, da habe ich schon ein bisschen zu kämpfen, der Steier. Aber er schafft's. Boah, haben wir so weit rumgemäht? Eieieiei. So, mal ein bisschen weiter einen Grillenstreifen davon. Wenn wir die alles, da will ich schon nichts liegen lassen. Weil es gefällt mir schon, wenn es schön sauber ist und nicht alles noch voll mit Hai rumliegt überall. So, hoppala. Schauen wir mal ganz kurz. Wir sind zu schnell rückwärts gefahren. Ich warte tatsächlich jetzt links unten die ganze Zeit, bis noch eine Meldung vom Wald drauf aufploppt. Aber nee. Ploppt gerade nicht auf, er wird wahrscheinlich noch Platz haben. Aber dann haben wir ja für morgen auch noch ein bisschen was zum Fortführen. Weil
das Ballenpressen, wenn wir das High Horn finden, wenn wir schnell rum, glaube ich. Und ja, dann haben wir morgen auch noch was zum Tun, denn für heute sind wir auch schon wieder fertig mit der Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach im LS19. Ja, haut rein, Leute, und ciao, ciao.